Oder auch nicht? Was ist denn jetzt los? Jetzt. Ah, ich habe rausgetappt, das war's. Okay. Es tut mich leid, ich habe aus dem Spiel getappt. Es sollte jetzt gehen. Ich lasse die Settings erstmal auf Beste. Und dann gucken, ob das im Stream funktioniert. Ich meine, im Titelbildschirm geht es schon mal. Mal gucken, ob sie es besser optimiert haben wie die letzten beiden. Sie hatten im zweiten, wie gesagt, schon Update. Also wir hatten ja erst den ersten Teil gespielt. Der war okay. Es war sehr lustig, das Spiel. War halt nicht optimiert ohne Ende. Also es hat ja geleckt ohne Ende. Im zweiten Teil war es schon ein bisschen besser, aber wir mussten Settings trotzdem runterstellen, dass wir vernünftig spielen konnten mit Avatar. Und mal gucken, was sich getan hat in Teil 3. Ich bin gespannt. Neues Spiel. Haben wir noch nicht gespielt. Falls es zu laut ist, müsst ihr das sagen. Ach, wir fangen auch direkt wieder mit einer Uhr an. Haben wir was Neues? Erst die Kröte hatten wir. Laut Teaser sollte es um ihn. Hier haben wir ein neues Känguru mit Zauberstab und Krönchen. Wie süß. Aber laut Teaser sollte es, glaube ich, um die Qualle hier gehen. Die Spinne ist furchtbar. Für die Eltern jener Rehe vermissten Kind suchen die Zeit. Eine heikle Sache. Überspringen. Klick auf die Unzucht bedrängen. Es hat sich nichts getan. Bei mir und der Ton ist weg. Wir haben eine Bank geklaut. Es ist dunkel, da liegt was. Oh, da hat jemand gemalt. Okay, es wurden Bänke wieder geklaut. Also Möbel werden generell irgendwie gern mal geklaut und es wurde was gemalt. Wurde nichts schmutzig gemacht. Ach ja, hier war der Fahrstuhl, wo es direkt geendet haben. Es war ja wieder eine Fahrstuhlfahrt, die ist geendet. Es geht direkt weiter. Hallo, Mr. Drohne! Hatte ich dich nicht eigentlich nieder gemacht? Aber das weiß das Spiel ja eigentlich, glaube ich, gar nicht. To Pillar Bird. Hallo, da ist das Känguru. Es ist lila. Es hat Googly Eyes. Sind die draufgeklebt oder gehören die zu dem Design dazu? Oder sind das Monde? Es könnten auch Googly Eyes sein. Finde ich ja auch mega. Be nice if you don't want to join us. Mach deine Hausaufgaben und sei nett, wenn du uns folgen möchtest. Jump as much as you like, but never too. Ja, spring so viel, wie du möchtest, aber niemals zu, ja, zur Eingebung. Nee, wie soll ich das übersetzen? Zu verurteilen? Egal. Queen Bonesella says. Ah, sie ist Bonesella. Okay, das ist ein passender Name für einen Känguru im Kindergarten. Informationskiosk. Das ist mal eine Tür. Bin ich kleiner geworden? Die Tür ist doch viel größer wie sonst. Lass mal gucken. Haben wir hier eigentlich eine Batterie? Glad to see you've made it. Hi, Bahnmann. I don't know how you did it, but then again, you survived the giant elevator crash, so I guess I shouldn't be surprised. Also, again, I apologize for hitting you over the head. In fact, it is for this reason that I believe we should not meet face to face. Ja, das kann auch sein, See, eventuell auch, weil du mich for aufschneiden whatever wolltest. reason, I'm prone to violent instincts, and I do not trust myself to not give in to them again. I have locked myself inside of a surveillance room. That way I can help without being a danger to you. Ich We trau dir are immer noch nicht. currently on the lowest floor to remain active before everything went awry. There are many floors below us, but they've all remained closed and abandoned for quite some time now. Aber So wie weit just geht's noch space runter? enough to fall. As for your children, I don't know exactly where they're being kept, but I know someone who does. Head to the aquatic sector. That's where he resides. Ja, was ist das auch im Monster Kindergarten? Kann ich die Batterie nicht mitnehmen? Doch, ich habe eine Batterie. Also er hat einfach die Flure zum Waschraum verlassen, wie er zurückgekommen ist. War niemand mehr da. Was eigentlich sehr friedlich wäre, wenn da nicht dieser große Vogel wäre. Ich glaube, ich kann nicht länger still sein. Meine Atemzüge werden immer, also meine Atmung wird immer schwerer. Okay, was macht der Vogel eigentlich überhaupt hier draußen? Ich dachte nur, diese lilanen Kreaturen wären da, um gezeigt zu werden. So habe ich mir nicht vorgestellt, abzutreten. Okay. Opila wird auch hier unten unterwegs anscheinend. Ich dachte, die hätten gelöhnt. Wurde, dann kam sie im zweiten Teil ja auch wieder. Bevor ich die Knöpfe öffne, will ich mich einfach mal umgucken. Was haben wir hier? Progressive Sector, Medical Sector, Aquatic Sector, Quad Sector. Ja, hier. Bisschen im Quad Sector. Ja, damit kann man dann wahrscheinlich aber die Sektoren. Wie immer diese Löcher überall.
Da hinten geht's dann weiter, wahrscheinlich. Okay. Also, sie haben schon Thema hier: verflucht tiefe Löcher. Hier kann man Kassetten abspielen. Hier haben wir Physics. Noch eine Batterie. Wir können unsere Drohne. Ich möchte dich wieder lila machen. Warte mal. So. So. Und wir hatten Straw Hat, Cowboy Hat, Paddy. Kommen wir in den Paddy-Hut. Können wir nun auch anpassen, anwenden. Was ab die. Oh, ich kann gar nicht. Ich habe gar nicht gelesen, was da steht. Was? Jetzt kann mir passieren. Ja, so, ja. Hab ich ja gerade gemacht. Mr. Drohne! Wir müssen jetzt buben. Wo bist du denn? Da. Ach so, das. Da. Falscher Knopf. Leuchtet jetzt rot. Hat hier nicht immer grün nur geleuchtet? Kommst du da hin? Düt. Bong. Jetzt auf. Oh, diese riesige Tür. Ich habe die Cafeteria gefunden. Hier bleibe ich. Ach, hier ist auch die Krakelei. Oh, das ist sogar in bunt. Just hate me that you need the key card to operate the cable car. Shouldn't be too hard to find one. Literally everyone had a copy. It's how you'd get from station to station. Okay, gut zu wissen. Wir müssen eine Karte finden. Problem ist, jeder hat eine, aber hier ist niemand. Bis auf Batman, der sich jetzt anscheinend doch selbst eingeschlossen hat. Clary war's hier. Wer war Clary noch war? Ist jemand von euch Clary? Nö. Okay, dann ist irgendjemand anders. Vielleicht die Erzieherin oder so, keine Ahnung. Lonely, ja. Keiner mag mit ihm spielen. Aufgepasst. Janitors waren Hausmeister, oder? Ja, doch. Hausmeister, Reinigungskräfte, sowas in die Richtung. Ja, Reinigungschecks sind benötigt, bevor die Schicht endet. Und alle Sachen einfach ins Loch schmeißen. Ich habe nichts umfallen lassen. Muss ich Stifte aufheben an der Wand? Da sind Stifte ohne Äpfel. Es Normalzeugs. Einfach die Stifte aufheben. Dann haben wir hier zu ihnen drei hier. Da liegt was. Die ganzen Wachsmale aufsammeln. Ist hier auch irgendein Apfel oder so? Hm. Naja, Stifte reicht ja erstmal. Es ist immer noch sehr ruhig. Ich hätte gerne etwas Hintergrundmusik. Ich hasse es, wenn es so ruhig ist. Ich finde es furchtbar, wenn es so ruhig ist. Hier war doch noch irgendwo einer. Ja, hier. So, mein Kollege. Habe ich jetzt alle? Immer noch? 8 Stück? Reicht das? Anscheinend. Ah, guck mal. Oh, hier ist auch noch ein Brief. Okay, liebe Mama, die Qualle. Artikel Katastrophe. Ist sehr, sehr stark. Er kann alle tragen. Mrs. Manson mag ihn aber nicht besonders. Ich weiß aber nicht warum. Wie gerne, die Viecher haben ja alle was gegen Erwachsene. Ah, okay. Was? The cleaner has been dispatched. Ach so, ein Reiniger wurde freigelassen. Ah, da, ein Reiniger wurde losgeschickt. Ich muss schon warten auf das Ergebnis. Checkt jetzt einfach nur, dass Stifte hier nicht rumliegen. Was ist, wenn ein Stift rumliegt? Das ist ja furchtbar. Ah, okay, wir haben aufgeräumt. Yay, aufgeräumt. Schlüsselkartenspende ab. Da. Hey, ich habe eine lila Karte. Ich habe jetzt eine orange und eine lila Karte. Ah, guck mal, das Nap-Nap. Hallo, mein Freund. Oder willst du mich wieder beißen? Bist du ein Freund oder Feind? Du hast einen Partyhut.
Bin mir noch nicht sicher, ob die nicht alle doch gar nicht so böse sind. Bannmann traue ich noch nicht, aber den anderen weiß ich noch nicht. Ich bin mir so unsicher. Weil wenn ich hier in ein Loch auch lange eingesteckt wäre, wäre ich auch ein bisschen banal im Kopf. Und das sind ja nur Knetmonster und irgendwelche Vögel, die irgendwelche Zeugs reingesteckt haben. Lila Karte. Ist die für hier? Kann ich hier eine Karte reinschieben? Nö. Ja, doch. A few moments later. Ach, guck mal. Oh, da oben sind ja noch Teile. Weil ich bin hier. Kann ich halt einfach dahin drücken und... Ah, guck mal, ich hab's gefunden. Ich war einfach nur blöd und hab nicht nach oben geguckt. Auf Wiedersehen. Der leuchtet ja, da gehe ich hin. Hier ist noch ein Raum, da ist noch ein Raum. Da könnte auch noch was sein, das funkelt so ein bisschen. Für Sachen schmeißen, es gibt ein paar. Ich müsste mal eine Liste machen, das wäre gut. Ich glaube, werfen geht, hallo geht. Bär. Sollen wir ein paar Sachen ausprobieren? Ich habe einen Helm gefunden. Ja gut, ich komme jetzt hier nicht weiter. Du brauchst kein Ausrufezeichen machen, einfach nur schreiben. Okay, hier komme ich erstmal nicht weiter. Wir sind jetzt hier. Dann müssen wir eins rüber. Ah, es leuchtet auch. Ach, das ist nur, weil so weg war, hat es nicht geleuchtet? Muss ich wieder den richtigen Weg finden. Okay, geht doch nicht. Ich hatte es aber eigentlich eingestellt, dass man das ohne Ausrufezeichen, weil ich ist das Programm auch wieder abgestürzt. Ich habe letzte Zeit echt viele Probleme mit dem Werfding, seitdem das Update hatte. Givanium. Ah, hier haben wir wieder den Teufel, das ist dann wieder Banban. Okay, Case 6, also Banban ist immer noch ja, problematisch, nennen wir es so. Er ist immer noch aggressiv. Auch nachdem Fall 7 involviert war. Ich habe keine Ahnung, wer Fall 7 ist. Ah, jetzt habe ich dich gelesen. Mist! Achso, das ist zum Rufen. Hier komme ich auch nicht rein. Warte, von da drüben bin ich gekommen. Muss ich hier hin? Okay, Bunk geht. Ja, na, Technik macht wieder Probleme. Wie geht's dir so? Okay, jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich immer. Ich meine, ich sollte, glaube ich, sogar ins Aquarium. Da war doch was. Komm ich hier jetzt weiter? Das ist ja nix. Ja, das gelbes Glas zu brüchen. Okay. Achso, da soll die Drohne dann hin. Sollen die Drohne erstmal wieder rufen? Wo ist sie denn? Ja. Bunk. Ditsch. Ah, okay, dann soll sie da hin. Böp, böp, böp. Soll es eigentlich gegen das X da ditschen? Und dann hier hin. Reicht das? Bing! Und jetzt hier durch? Würdest du einmal kurz... Danke. Warte mal. Komm, wir machen das andere Glas auch kaputt. Ist hier? Wir machen alles kaputt, was wir können. Nein, einfach gegen die Wand. Oh ja! Boom. Vandalismus bei Mr. Drohne. Ist eine zu eine Tür. Da kann man es ein bisschen verbuggt wegen... Ja, ich habe Probleme mit dem Programm. Das habe ich ja nicht ganz hingekriegt mit der neuesten Version. Da sind einige Sachen, die nicht so ganz funktionieren. Der rotiert auch nicht am Schläger so richtig. Okay, hier haben wir. Es ist Nummer 7 jetzt.
Okay, 7 wurde entstanden, um mit 6 besser zu dealen oder besser umzugehen. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Okay, man hat einfach, um das zu verhindern, was mit Fall 6 passiert ist, hat man Fall 7 nicht mit ihrem menschlichen Spender interagieren lassen, sondern nur mit 6. Oder mit Fall 6. Okay, nachdem Fall 6 vorgestellt wurde, ist Fall 7 immer wieder mehr und mehr widerspenstiger geworden, hat nicht mehr so mitgearbeitet, wie sie es früher getan hat. Es war halt früher hat sie halt gefolgt und jetzt hat sie es nicht mehr gemacht. Ja, also es ist halt nicht gut und sie wollen gucken, woran es liegt. Also hat Bambina angestachelt. Nehme ich jetzt mal an. Das ist ein riesen Megafon. There's right somebody for everybody. danke für den Cheer. Da ist eine Tür. Riesige Türen. Kann ich da mal drauf drücken und gucken, was passiert? Ich habe kein Audio, okay. Ich muss eine Kassette finden. Ich habe noch kein Videoding gefunden. Und gar nichts gefunden. Noch einen Zettel habe ich gefunden. Okay, Fall 13. Wer war 13? Ah, die Qualle. Okay. Okay, ja, 13 hat halt startet zu funktionieren und werden bald testen. Ich mache das jetzt mal ganz grob. Fall 13 ist nicht ganz besonders. Ich mach's gleich aus, wenn ihr nicht aufhört. Ich kann ihn lesen. Kann ich wenigstens bei den Parts, wo ich lesen muss, mich ein bisschen konzentrieren? Okay, es ist erst in der Experimentphase für ein paar Tage und das sind halt einige neue Sachen, die so bei den anderen nicht vorgekommen sind. Okay, es wurde einiges geändert, einfach dass das Ding besser lernt. Es ist noch nicht bereit für die Präsentation. Okay. Qualle soll schlau sein. Und stark eigentlich auch. Wir haben ja vorher den Zettel gesehen von dem einen Jungen, der sagt, die Qualle wäre stark. Gab es hier irgendwas, was ich aufheben musste? Bei dem Glas? Ist hier irgendwas? Ah, hier eine Kassette. Bonk. Hey, wo war das jetzt? Das orange Ding da hinten. Bräuchte eine Karte. Es geht runter. Wir sind ja noch nicht tief genug in dem Loch. Geht noch weiter runter. Oh, das ist größer, wie ich gedacht habe. Warum ist das Ding so groß? Wieso haben die so ein großes Viech überhaupt gemacht? Oder ist es aus Versehen so groß geworden? Das ist ein Monstervieh. Der Grüne war schon groß. Oder das? Das ist hier riesig. Das? Da glitscht das Auge durch. Kollege, dein Auge rutscht durch deinen Körper durch. Das ist nicht so gesund. Er schläft. Der wird doch nicht lange schlafen. Der wacht doch noch auf. Ja gut, wenn der so groß ist, ist es kein Wunder, dass der die ganze Zeit Kinder tragen kann. Mein. Bei der Größe? Ja. Kommunikationskiosk. Noch schläft er, noch ist gut. Ich komme hier nicht weiter, Mist. Mist, Mist, Mist. Liegt hier irgendwas? Nee, erstmal Spiel abstürzen. Die Bonks haben Spiel zum Abstürzen gebracht. Jetzt, okay, es geht wieder. Hier sind. Nee. Ich muss nicht Slalom laufen, um irgendwas zu finden, oder?
Guck, jetzt hast du es kaputt gemacht mit dem ganzen Bon. Jetzt hat es keine Lust mehr. Ja, alles kaputt gegangen. A few moments later. Was meinen die jetzt? Ich habe die bestimmt irgendwo übersehen. Die sind auch. Obwohl, eigentlich sind sie ja schon relativ groß, die Karten, aber die, man findet sie echt schlecht. Ist hier noch irgendwo. Ach, guck mal. An die da drücken. Ey, da, natürlich macht das Auge auf. Hallo, Qualle. You've had a rough day. I can tell. You diligently wait for the moment you leave this wretched place with your child in hand. I can also tell. Das wäre nett, wenn du das Kind einfach rausrücken würdest. Efforts, but I fear that moment may never come. Das ist I cannot let it happen. And I will gladly show you why, but after I do, you take my advice. Leave this place while you still can. Erase it from your memory. Move on and forget any of this ever happened. And I promise you, tomorrow will be a better day. Hey Digga, ich will aber mein Kind wieder haben. Was ist jetzt passiert? Nein, die will nicht. Gib mir mein Kind zurück. Ich komme auch nie wieder, wenn ich das Kind wieder habe. Oh, Leute, Strand. Oh, da ist der Wurm. Da ist der Wurm. Ich mag den Wurm nicht. Voll die Hallos. Was hat der mir gegeben? Ich werde ja wahrscheinlich hier hin müssen. Oh, der Wurm ist so furchtbar. Welcome to my home. Or at least what was supposed to be down in the dark and cold depths of the facility. The circumstances force you to do things that are out of your nature. When I feel that I'm straying too far off my original course, I head to the room you have found me meditating in to mentally regroup. I come to this place. And then I am reminded that what I'm fighting for is worth all of this pain and suffering. Das hier wäre viel böser. Of course, none of this is real. Einfach nur traurig. I have never had actual sun rays touch my skin. Can you imagine that? And I yearn for the day that they finally do. I need the children to achieve that. But do not worry. I will practice the safest of procedures. Whatever I decide to do with the adults, I will make sure to keep one alive and sane so that the surviving children are delivered to the surface safe and sound. Okay. And of course, to deliver me to where I choose to be. Oh, to live the simple life of a completely brainless jellyfish. Just munching on shrimp and avoiding getting eaten by turtles all day. You never appreciate how calming it is to have no conscience until you have one. Das stimmt irgendwo. I admire your courage, so I am giving you the chance to walk away. Take it. That way you won't lose both your life and the chances of your child. Ich weiß ja nicht. Ich brauche keinen von euch. Der eine will mich aufschneiden, du sollst mich hier zu. Ich will einfach nur mein Kind nehmen und gehen. Gib mir doch das eine Kind, das mir ist. Die anderen bald. Das ist auch okay. Wir sind wieder am Strand. Wir sind... No, haben wir Kanonen schießen? No, oh! Oh lol! But most importantly, no pancreas. Achso, da warst du ja besonders geil drauf. What am I supposed to eat when there's nothing to eat? Guess I'm going to have to look elsewhere. Okay, ist das jetzt die Realität oder das, was die Qualle sieht? Das kann ja ihre Wirklichkeit sein. Vielleicht war Batman einfach nicht. Nein, nicht zu. Er hat uns ja auch erst niedergeknüppelt und wollte uns aufschneiden. Ja, es ist die Qualle. Wir sind jetzt in Sicht der Qualle. Okay, kann Strom? Seit wann können Quallen Strom machen? Ach, das ist doch, das ist dieses Kanonenlevel. So will ich nicht nochmal machen. Das war nervig. Der Garter.
Der Filter ist aber auch heftig. Hier war es nicht. Müssen wir jetzt gegen die anderen kämpfen? Sind wir keine Freunde. Okay, das bringt nichts. Ich habe eine Karte. Achso, ich habe die Karte hierfür wahrscheinlich. Yes. Oh nein, wir müssen das fucking Spiel nochmal machen. Ich kann ja keine nehmen hier. Ja, ich kann aber nichts nehmen. Was soll ich jetzt tun? Ich kann nichts. Ich habe auch die falsche Kanone genommen. Aber ihr macht ja auch nichts. Ah, okay, ich kann bis dahin hinschießen. Okay, okay, okay. Jetzt aber, komm schon. Oh, endlich. Danke. Müsste das aufgehen. Das hier. War hier noch irgendwas? Nee. Also ist das hier unten jetzt aufgegangen? Nee, das. Das war die Dinger. Wo ich die Muschel reingetan habe. Was war da drinne? Aber jetzt ist die Tür auf. Hallo? You are not one of them. You are new. Ja, bin 13. We need to hide. They are coming. The fuck? Wer kommt? Soll ich dir folgen? Ich folge dir einfach mal. Okay, Halluzination vorbei. Oder hier wurde irgendwie gefunden. Was passiert? Hier sehen wir jetzt die wahre Natur der Wesen oder sehen wir nur das, was die Qualle wahrgenommen hat? Ich meine, die Schnecke war nett zu uns. Ah, wir sind wieder hier. Wir sind jetzt wieder wir. Was ist ein Eimer mit Gummieis? Ich habe einen Eimer, ich habe einen Glückseimer. Leute mit Eimern sterben nicht. Kann ich nicht rein. Was haben wir hier? Shift Toaster Mission. Shift Toaster ist Catching Criminals. Catch. Okay, 10 Kriminelle müssen wir fangen, um einen Preis zu bekommen. Sind die Eimer eventuell die Kriminellen? Sind sehr seltsame Kriminelle. Was haben sie getan? Haben sie Wasser gestohlen? Sie sind Nestle. Klauen Wasser. Wollen es teuer verkaufen. Bathroom. Wir haben den Chef schon mal gesammelt. Ah. Ja, wie zum Henker soll ich da drauf kommen? Okay, so geht's auch. Er hat eine Kassette geworden. Yay! Sollen wir noch einen Abspieler finden, einen Videorekorder. Hier waren einige Videorekorder, ich werde schon irgendwas finden. Ja, noch zwei. Wie viele haben wir jetzt eigentlich schon? Ich habe nicht mitgezählt. Was? Follow the light trail and jump on the lights and then. Okay. Na, guck mal, fein, steht da was.
Press me to start. Ah, okay. Drücke mich um Mond 1. Geht nicht? Ich laufe einfach durch. Was willst du jetzt tun? Ich habe einen Hut. Bestimmt für die Drohne. Okay, geht nicht. Muss ich die Karte erst finden, die passende. Wie viel habe ich jetzt? Ah, okay, es hat gereicht. Ah, da ist die blaue Karte. Jetzt kann ich das Spiel starten. Oh, Gesundheit. Was? Achso. War rot. War doch. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Dum, dum, dum. Geschafft. War das jetzt geschafft? Nee, okay. Ach, ich muss bei jedem wahrscheinlich springen. Okay, nicht nur bei dem letzten. Ah, okay. Bei jedem springen, verstanden. Das war, glaube ich, nicht gut. Nee. Aber am Anfang, glaube ich, verkackt. Ich habe es nicht genau gesehen. Yes. Muss ich beides hintereinander machen? Nee, okay. Ah, die Tür ist auf. Okay. Jetzt bin ich hier, aber hier war auch ein Videorekorder, oder? Da hinten. Kann man gucken, was auf dem Video ist. Oder nicht? Oder war das so ein... Es war eine Videokassette, aber... Kann ich nicht einfach jeden benutzen. Kann das nicht hier reinstecken, oder? Keine Audiodiskette. Nee, habe ich nicht. Das ist aber auch neu. What happened to you is one of Stinger Flynn's tricks. He left for the progressive sector, but we have something more important to deal with right now. See Nab-Nab's room? It's open now, which means he's inside. He's on the hunt, and it's too dangerous to do anything in this state. We have to deal with him. Luckily, I have a solution, but you won't like it. Head to the medical sector, and we'll talk there. Okay. Gibt's jetzt Bossfight? Metal Sektor ist über mir. Das heißt, nach oben. Ey, was ist denn jetzt los? Hör auf, Spiel. Ich hab schon wieder rausgetappt. Oh, Mist. Hallo? Kann ich jetzt weiterspielen? Danke. Einfach wahrscheinlich doch abgeschmiert. Metal Sektor, wir sind da. Hier sollen wir hin. Schön in Pink.
Die sind wahrscheinlich alle zu. Ja, dann gehen wir hier rein. Oh! Da ist noch eine Freundin. Hallo. Oh, du hast keine Augen. Nabnalina was that solution. We had a theory that Nabna was as aggressive as he was due to his loneliness. We never got to prove his theory right, as the collapse happened during the surgery. Oh! That's where you come in. You'll be carrying out the final steps. Danke für das Vertrauen in mich! Procedures are very delicate, so I'm going to need you to pay very close attention to these instructions. The hard part is already done. All you need to do is mix the right concentrations and inject her with it about 6 times. The machine with the droplet symbols is where that's done. When it's time, the screen will light up with the symbol of the needed concentration. For simplicity, the concentrations have been represented by colors. Mix and achieve the right concentration. Then collect it in the syringe and give it to Nabnalina. The machine with the colored pipes will occasionally shift to the wrong colors. And when that happens, use the given tongs to revert them all to their normal state of green. The bottoms of the walls will also malfunction at times. Oh, danke. When that happens, hit any ones that are lit with your drone. The excess Javanium that you can find in the room will deplete when anything malfunctions or when a concentration is needed to be delivered. The procedure stops if any of the 4 depletes completely. And what happens next is never good. Only the best of us perform Javanian procedures, but we don't have much of a choice. Oh. Good luck. Danke. Ja, danke. Danke für das vollste Vertrauen in mein Talent bei einer kompletten Maschine, die nicht funktioniert. Gut. Also, ja, ich habe die doch gerade genommen. Also ich kann immer nur eine Sache nehmen. Die müssen alle grün bleiben. Hier wird gemischt. Wie starte ich das Ganze jetzt? Achso. Einmal bitte hinlegen. Machen Sie sich's bequem. Okay. Ich brauche einmal blau und einmal grün. Zu langsam. Du bist aber aufgestanden. Oh, okay. Es frisst mich. Hätte ich mir eigentlich denken können. Oh, da muss ich mich ja beeilen. Einmal wieder hinlegen. War das alles? Es ist grün geworden, okay. Hat anscheinend funktioniert jetzt. Oh.
habe eine Audio. Hallo, bist du schüchtern? Komm hier. Hallo, meine kleine Maus. Ich habe dich zum Leben erweckt, jetzt komm her. Ich bin ein Herr und Gebieter, jetzt komm her. Ach nee, war nix, kein Problem. Later in the big speaker in the lounge. Time for a spider union. Ich hoffe, die mögen sich auch. Vielleicht haben sie jetzt sich lieb. Vielleicht fressen sie sich auch gegenseitig, weil Spinnen sind zueinander meistens nicht sonderlich lieb. Gerade die weiblichen Spinnen zu den männlichen Spinnen. Ich weiß nicht, was ich von der Qualle halten soll. Ob die uns verarscht, ob die wirklich Angst vor allen hat, bin mir echt nie sicher. Oder Bannmann verarscht uns doch auch bestimmt. War nun? Alter. Ich bin wieder Vereinigungsruf, okay? Bannmannella, was sagst du zu deinem Nabnanella? Zu deinem Kollegen. Wären das jetzt Freunde oder wären sie Feinde? At last, he's no longer miserable. I'm surprised they both weren't originally members of the mutants below. They'd certainly fit. This is. Jetzt sind sie auf Bannmann losgegangen. Oh lol, was ist jetzt los? Das war was Großes. Es geht eine Tür auf. Welche Tür geht auf? Meine Tür geht auf. Ist denen jetzt was passiert? Eigentlich will ich ja nicht, dass denen was passiert. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die wirklich böse sind. Was verloren. Partyhut! Oh! Cutscene. You have overstayed your welcome here. I even made you an offer, but guess what? Accepting it is long overdue. Don't worry. I won't get rid of you or collect you just yet. I was never one to abide by waste. An old friend needs you a lot more than I do. They too are on a path to achieve peace of mind. I already have more than enough subjects to move forward with my aspirations and my ultimate mental refinement. Er hat uns verarscht. You just take a little nap while I transfer you to where you're meant to be. Ich war so klar, dass der nicht nett ist. Also von hinten bis vorne verarscht. Ich will hier nur raus. Sei ja nie. Der hat noch was anderes vor. Oh, ja, ich hab hey, keine. You're finally awake. Can't blame you for taking a nap. Feels like we've been in this car forever. So, Singer, when are we arriving at this place called Beach? I believe we are lost. Das ist eine Wüste, ihr habt mich im Verfahren. Was war das jetzt? Ach, da ist er. You had one job and you messed that up somehow. Hey, lass ihn noch mit. I am struggling to locate the being who asked for your opinion. Can you at least put some music on since we're gonna be out here for a while? Der muss da hinten herlaufen. That's what I'm talking about. Opila, what do you think about this? Opila hat geschrien. Okay, das war ihr Schrei. Das war nicht in Nap-Nap. Awesome. Captain, what about you? Captain?
Bin ich Captain? Kann ich? Oder er? Ist er Captain? Okay, decent answer. Okay. Can you stop vocalizing for just one second so I can focus on the road? What do you mean, focus on the road? We've been going in circles for hours. Never trust a jellyfish, am I right, Opila? Ist nicht mal eine Straße, ist eine Sandwüste. If your pathetic mouth utters another infuriating sentence, guck nach vorne, Kollege! Stupid party hats in your head. Ist immer ganz schlecht, wenn man auf die Straße guckt als Fahrer. Selbst in der Wüste tauchen random Kaktus auf. Oder Kakteen. Hier, die Qualle. Ne, da liegt was. Was ist da? Was liegt da? Man sieht halt so nichts durch dieses Kristallfilterzeugs. Achso, ein Tentakel. Ist hier noch was Größeres? Licht? Hier war doch gerade eben noch ein größeres Tentakelviech. Nee, so ist leer. Lol. Was war das jetzt? Jetboost. Okay, aber wenn man runterfällt, kann man da wieder hoch, oder wie? Ah, wenn ich springe, mache ich das. Okay. Geht doch. Und nun? Geht der nächste an? Ja. Sind wir schneller jetzt geworden. Oh, Nummer 3. Oh, lol. My name is Beat. Lieber, ob ich die Dinger überhaupt irgendwie halbwegs treffe. Ah, okay. Ah, da geht's weiter. Die ganzen Dinger hier stehen überall. Zum Glück muss ich das nicht mit der Drohne machen. Finally, you're waking up. I was getting really bored and that fellow over there isn't much of a talker. Plus, it's scary here. That big green guy keeps checking in on us. I think he believes we're some sort of dolls. We could use that to our advantage to try and escape. He cannot know that we're alive. Every time we move or something in the room, let's make sure that it's back to the way it was before he checks in on us again. This way, we can inch our way towards escaping, all while he doesn't suspect a thing. In other words, from his point of view, the room must remain unchanged. When he's close, the lights change color, so run back to your chair when the lights change. I don't know where to start, though, so you give it a try.